Ja, Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Scoutcraft. Und heute geht es um die Verlosung des Giveaways. Das haben jetzt eine ganze Menge Leute mitgemacht, insgesamt 10 Stück, beziehungsweise 10 Kanäle. Und ja, ich werde heute die Preise auslosen. War ja zum einen der Feuerstahl mit einem Stück Kienspan, zum anderen das Paracord-Armband mit Kienspan und das Mora-Messer mit Kienspan. Mittlerweile auch aus einer auf eine Rasurschärfe gebracht. Also das Ganze ist ja bereit zur Auslieferung. Braucht jetzt nur noch verpackt werden und kann dann an die Gewinner gehen. Zu den Regeln nochmal. Der als erstes gezogen wird, schreibt mir als BN einfach, was er gerne hätte. Der zweite kann sich dann aus den übrig gebliebenen Sachen was aussuchen und der Platz Nummer 3 darf sich dann mit dem begnügen, was übrig bleibt. Ich denke mal, sollte aber nicht so schlimm sein. Ich denke, dass alles recht schön ist. Ja, wer hat denn alles mitgemacht? Fangen wir mal an. Also, dabei, schon mal unseren Lostopf, ist der Kai. Kai-Uwe Deffert. Er hat ein Video zum Thema Zona gemacht. Ein Video zum Handdrill. Und ein Video, wo er sein Messer vorgestellt hat. Und ich habe gesehen, er braucht wirklich dringend ein neues. Der Max Günther hat mitgemacht. Hat mir sein Messer vorgestellt in 2 Teilen. Fand ich sehr schön. Und dieses kleine Indoor-Video zum Thema Zunder fand ich auch sehr nett. Vielen Dank dafür. Ja, der Christoph hat mitgemacht von Schnorris 58. Hat mir das Fellnehmen S1 gezeigt, was ich ja auch habe. Der Benjamin hat mitgemacht, der Namtour hat sich zum einen mit einem Kumpel getroffen, schönen Kaffee getrunken und mir danach sein Messer vorgestellt. Ja, der Tobi hat mitgemacht von den Amadammern, also die Amadammer, und hat in der Garage einen Handdrill gemacht. Und es hat das erstmal funktioniert, also herzlichen Glückwunsch nochmal. Echt genial, dass das geklappt hat, extra hier für dieses Giveaway. Ja, der Micha von Bluebird Outdoor oder Bluebird Outdoors hat sich ja mit mir getroffen, um seinen neuen Shelter oder sein Lager ein bisschen auszubauen. Von daher schon mal das Treffen mit einem Kumpel oder Buschkraftkollegen. Ja, dann der Michel von NTV, also Neandertaler TV Outdoor, hat ein Video zum Zunder gemacht, verschiedene Zunderarten vorgestellt. Vielen Dank dafür, Michel. Ja, der André, der Nordlandwolf, hat das Fieldcraft von Tops vorgestellt. Klasse Messer, ich habe es schon gesehen bei ihm. Kann echt einiges. Das lässt dann so manches Mora wirklich blass aussehen. Dann der Markus, der Busch Sunny, kennen ja die meisten wahrscheinlich von euch, hat sich getroffen mit Benny und noch jemandem. Fand ich super toll, dass ihr mitgemacht habt, Leute. Vielen Dank dafür. Das ehrt einen natürlich dann nochmal als so kleiner Kanal, wenn die ganz Großen dann mitmachen. Und der Benny hat ja in dem Video sein, oder ihr habt ja Bennys 10.000er Abonnenten-Marke quasi gefeiert. Also damit zählt er dann wohl zu den ganz Großen. Also vielen Dank nochmal. Und der Christian hat mitgemacht, der Survival Dummy. Und er hat auch sein Messer vorgestellt. Also, er wollte zeigen, dass Moras eben doch schon einiges abkönnen. Hat mich auf jeden Fall auch nochmal darin bestätigt. Das ist jetzt nicht das ultimative Survival-Messer ist. Ich denke mal, da haben die Hater, sag ich mal, auch ihre Berechtigung. Aber das ist doch schon einiges ab kann. Auch wenn es ein Hartz-IV-Dolch ist. Zitat Stefan Hinkelmann. Ja, das sind alle. In einem Topf. Ich werde die jetzt in Ruhe falten. Und dann seid ihr wieder dabei. Und das letzte. Es hatten ja manche Leute gesagt, dass sie außer Konkurrenz teilnehmen, weil sie jetzt das Video einen Tag später eingeschickt haben. Ich habe mit den Leuten dann geschrieben, es lag halt wirklich an Zeitproblemen bei den meisten. So ein Giveaway geht halt manchmal auch unter.
Und ja, ich möchte aber jetzt nicht so streng sein. Es sind ja jetzt auch keine 150 Teilnehmer. Und ich denke mal, keiner wird da was dagegen haben, wenn ich die Leute noch mit reinnehme. Also es sind alle mit drinne, weil ich mich über jede einzelne Videoantwort super gefreut habe. Also vielen Dank schon mal an alle Teilnehmer. Wird ja auch nicht das letzte Giveaway bleiben auf meinem Kanal. Ich denke mal, ja, da wird noch einiges kommen, wenn es denn weiter so vorangeht mit den Abonnenten. Also jetzt bin ich schon bei 265 heute. Das ist echt der Wahnsinn. Seit dem Giveaway ist jetzt gar nicht mal so lange her, ne? Ja, schon wieder über 70 Leute dazugekommen. Das ist schon der Wahnsinn. Genau, jetzt geht es um die Ziehung. Und ich fange dann an mit dem ersten Platz. Also, suchen wir uns noch eine Abdeckung und dann geht's los. So, dass hier keiner auf die Idee kommt, ich würde schummeln. Machen wir uns einen Deckel. Wird nochmal kräftig durchgemischt. Noch sind alle drin. Ganz rausgefallen. Also, kommen wir zur Ziehung des ersten Platzes. Und als erstes, was aussuchen darf sich der Michel, NTV Otto. Ja, Michel, herzlichen Glückwunsch. Du darfst dir dann aus den drei Preisen schon mal was aussuchen. Ich habe ja eben gesagt, am besten per PN. Ich glaube, das klappt auch einfach unter dem Video. Also einfach als Kommentar dalassen, was du gerne hättest. Von den drei Preisen such dir einfach was aus, was dir am liebsten gefällt, was du noch brauchst, wie auch immer. Kienspann ist bei allem ja vergleichbar. Also, der Michel. Machen wir weiter mit dem zweiten Platz. Und als zweites, was ich aussuchen darf, sich der Christoph. Schnorris 58, ja super. Christoph, du darfst dir dann aus den zwei übrig gebliebenen Sachen noch was aussuchen. Herzlichen Glückwunsch schon mal. Und kommen wir zum dritten Platz. Drittes darf sich freuen. Der Kai! Ja, Kai! Glückwunsch! Sogar mit dem Handdrill. Eines der schwierigsten Aufgaben. Haben nur sehr wenige gemacht. Du kannst ihn ja mittlerweile schon eigentlich perfekt. Ja, Glückwunsch! Also, als erstes der Michel, dann der Christoph und dann der Kai. Also, schreibt einfach unten in die Kommentare, zuerst Michel, dann Christoph und dann Kai, was ihr jeweils haben wollt und den Rest klären wir dann per PN bezüglich Adresse. Ja, das soll es von mir gewesen sein. Ich danke nochmal allen herzlich für die Teilnahme, wünsche den Gewinnern dann ganz viel Spaß mit den Preisen. Ja, das soll es gewesen sein. Wem das Video gefallen hat oder wer ja, mehr auf meinem Kanal sehen möchte, kann mich natürlich abonnieren. Über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich auch freuen. Und ja, wer sonst Fragen hat, wie auch immer, einfach unten in die Kommentare rein. Ich werde auf jeden Fall antworten. Das war's von mir. Macht's gut. Euer Crafty.